Ich begrüße euch zurück hier bei Two Worlds. Im Wald dieser komischen Viecher da vorne. Oh weh, oh weh. Na, das kann ja was werden. Aber wir müssen da durchkommen. Okay, es sind tote Ritter. Ja, dann ist es ja wieder was ganz anderes, ne? Ich dachte schon, wir haben hier jetzt, was weiß ich denn, was für Viecher. Und dann sind es nur alte Bekannte. Ich frage mich, warum die hier rumlaufen, aber naja, ich würde es besser gar nicht wissen. So, wir wollen zurück zu unserem Pferd, um gemeinsam mit ihm dann den Weg Richtung Richtung Wüste bestreiten zu können. Dort wartet dann zum einen der letzte Elementstein und zum anderen wahrscheinlich auch ein Skorpion auf uns, dessen Stachel wir uns ja ermächtigen müssen. So. Ja, man könnte das hier durchaus als Totenwald der toten Ritter bezeichnen, lustigerweise. Und sieht man einen Teleporter. Und da hinten steht ein Boot. Ja, es gibt eigentlich so viele Dinge, die man noch entdecken kann und sollte. Ich sag's ja mal wieder. Jetzt überlege ich gerade, da war irgendeine Aufgabe. Genau. Genau. Kommen wir da irgendwie hin hier vor... Hier müssten wir eigentlich hin. Aber machen wir lieber später. Na, ihr wisst ja, wir haben ja die Enklave gefunden und den Anführer der Enklave, die schwarze Flamme, zögernd und wohlüberlegt ausgeschaltet. Und hier fliegt ein Baum. Aber wie gesagt, der Anführer der Enklave ist nicht mehr. Da sind wir nicht ganz unschuldig dran. Aber ich denke mal, damit haben wir den meisten Bewohnern Antalos einen Gefallen getan. Okay. Super. Ah, der Hammer sah gut aus. Hammer sind irgendwie trotzdem immer noch nicht das Richtige. Ich bin da echt nicht von überzeugt. Den Schrein gibt es hier sogar. Dann haben wir eigentlich gar nichts zu befürchten. Aber inzwischen haben wir so viel Lebensenergie, dass es Ewigkeiten dauert. Gurut-Höhle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht irgendwo hier so eine einzigartige Rüstung zu finden gibt. Au. Perfekt. Na, der Hammer. Ist ja alles schön und gut, nur der Schaden, der ist wirklich nicht der, den ich erwartet hatte. Was war denn hier? Orks. Gehen wir erstmal in die Höhle rein. Wo auch immer die war. Hier. Okay. Hab ich gar nicht gesehen. Oh, schön hier. Oh ja, wunderschön. Banditen? Ne. Ne. Da kommt Freude auf. Wer ist denn freiwillig hier? Ich glaube kaum, dass sie hier viele Leute überfallen können. Hier läuft doch keiner rum. Merkwürdige Banditen. Schnell zurück. Oh,
Da kommen sie schon. Hallo. Dankeschön. Aua. Aua. Du kommst nicht vorbei. So. Alles klar, haben wir das erledigt. Es macht aber schon Spaß, klar. Teilweise, ich habe auch so ein bisschen im Internet mal gelesen über das Spiel. Es gibt schon viele Leute, die sagen halt, die Dialoge sind nicht so gut gemacht. Das macht alles nicht so einen richtigen Sinn, was man hier für Aufgaben erledigt. Ich finde das Spiel einfach genial. Es macht total viel Spaß. Klar, es ist ein bisschen flach von der Handlung her, aber die Spielwelt ist so wunderschön. Und es macht so viel Spaß, hier so ein bisschen... Es ist kein Spiel, auf das man sich total versteifen sollte von der Handlung her, aber es ist so entspannt, einfach so ein bisschen durch die Gegend zu laufen. Okay, das macht jetzt aber keinen Sinn. Danach bin ich richtig fett. Bei aller Liebe, warum hier jetzt Orks drin sind, das kann ich jetzt nicht verstehen. Nein! Oh, ich hasse es. Das Schlimmste im ganzen Spiel, entwaffnet zu werden. Leuchtet aber schön, ne? Ja, ja. Vielleicht interessant, da sagst du was. Mal sehen, ob ich das aufkriege. Den Beinchen, die Beinchen brauchen wir nicht. Okay. Das ist nicht unser Hämmerchen, oder? Es ist unser Hämmerchen. Nur der ist halt wirklich, allein weil es Einhänder ist, nicht ganz so toll, wie ich dachte. Aber was wir auf jeden Fall mitnehmen, ist hier der Stab. Der Feuermagierstab. Der sieht sehr, sehr gut aus. Und wir haben zwei Lavadrachen dafür getötet, ne? Wäre doof, den liegen zu lassen. Warum gibt's Ork-Helme, wenn man die nicht tragen kann? Vor allen Dingen haben die auch Rüstungswerte, das verstehe ich nicht ganz. Wir haben die eingebaut, die haben den Werte gegeben, aber man kann die nicht tragen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Na gut, so viel dazu. Ich weiß jetzt nicht, warum hier hinter den Banditen in der gleichen Höhle Orks waren, aber vielleicht haben die irgendwie einen Pakt geschlossen. Da seht ihr mal, die ganzen Feindseligkeiten gegen Orks, die haben einfach alle keine Ahnung. Orks sind gar nicht so böse, wie man denkt. So. Dann geht's hier auch nochmal weiter und hier haben wir jetzt, ja, Zombies drin oder was. Noch mehr Banditen. Ja, okay, macht ja wenigstens Sinn. Wartet. Ich glaube, ich hatte noch nie ein Spiel, in dem ich so einen großen Hass gegen Bogenschützen entwickelt habe. Seit der eine da weggelaufen ist, wir den einfach nicht treffen konnten. Seitdem ist Ende bei mir mit Bogenschützen. Ganz, ganz schlimm. Nee. Wir müssen bald sowieso zu einer Stadt reisen. Ich weiß, wir müssen nämlich auch wieder ein paar Tränke kaufen. Das wird so nicht auf unbestimmte Zeit weitergehen. Na gut, das war die Höhle.
Ja, wie gesagt, ein bisschen merkwürdig, aber man darf es eben nicht ganz so für voll nehmen. Macht trotzdem unglaublich viel Spaß. Ist halt auch das Schöne, ne? Wenn man Spiele spielt, wie meinetwegen, ja, ich weiß jetzt nicht, als Beispiel, keine Ahnung, Skyrim oder sowas. Ich finde, da kann man halt die Handlung wirklich sehr, 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 sehr ernst nehmen. Wenn man sich da wirklich drauf, klar, es gibt auch viele, die kritisieren da auch die Handlung, aber wenn man sich wirklich drauf einlässt, das alles mitverfolgt und in der großen Spielwelt die Handlung nicht aus dem Kopf verliert, dann kann man auch da wirklich sehr, 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 sehr mitreißend denken mit der Handlung, weil sie auch wirklich sehr gut entwickelt ist im Nachhinein. Sie ist zwar sehr auseinandergerissen durch die große Spielwelt, aber sie funktioniert. Hier ist es halt so, naja, die Handlung ist halt sehr, sehr merkwürdig. Macht aber trotzdem Spaß, wie gesagt. Und vor allem die Spielwelt ist hier das unglaublich Beeindruckende. Wobei ich unsere Schwester ja schon gerne retten würde, ne? Oh weh. Wieder drei Bogenschützen, oh, ist das nervig. Das war's. Ja, das war's. Ja, der ist besser. Den nehme ich. Ja, auch so ein blöder einhändiger Hammer, ist ja furchtbar. Da ist vielleicht was. Plündern, plündern, plündern. Ach, sieht man hier. Darf doch nicht wahr sein. Ah, ich würde das Schwert gerne wirklich behalten fürs restliche Spiel, aber wird schwierig. Auch von Optik her, ich finde es wunderschön. Gut, und seht mal, wir sind wieder bei Hans. Damit schließt sich der Kreis. Dann würde ich jetzt ganz gerne tatsächlich in die Wüste reisen. Ob das so eine schlaue Idee ist, weiß ich nicht, weil wir natürlich eigentlich hier oben erst nach Drakkar reiten müssten. Aber ich würde es gerne versuchen. Ist hier eigentlich ein Weg oder ein Knick in der Karte? Ein Knick, oder? Ja, ganz klarer Fall. Wir reiten mal oben rum. Das müsste besser klappen. Na gut, Stufenaufstieg dauert, glaube ich, nicht mehr so lange. Nee, oh Gott, gar nicht mehr. Wahrscheinlich noch ein Gegner. Und dann auf in die Wüste. Was sagt die Karte? Die Karte sagt geradeaus und dann da vorne im Wald rechts. Ja. Wo genau wir den den Skorpionstachel herbekommen, ich denke mal, dass die in der Wüste sein werden. Macht ja auch Sinn. Felsgolems, keine Ahnung, viel zu stark. Da wirkt vor allen Dingen der Hammer gar nicht inzwischen. Keine Ahnung. Dann haben wir hier den verkohlten Wald. Skorpione. Das ist doch keine Skorpione. Das sind... Ja, okay. Oktokrons, was seid ihr denn jetzt? Wir können die auch beschwören, die Viecher. Warum seid ihr hier? Hätte ich gewusst, dass die Skorpione direkt hier sind, hätte ich den Stachel direkt geholt. Ich dachte, die wären weiter hinten. Oh. Komm schon. Okay. Oktogron. Ja, für die haben wir den Beschwörungszauber schon relativ früh gefunden. War jetzt auch nicht sonderlich stark. Inventar ist voll.
Skorpion-Giftdrüse. Wollte ihr das haben? Stachel hat er gesagt, oder? Ey, ich hab was für dich. Hast du was für... Ja, bitteschön. Sehr gut. Es gibt da nur noch ein kleines Problem. Der Ort, an dem ich mein Experiment ausführen möchte, ist aus irgendwelchen Gründen von den Oktogrons verseucht. Das wäre ja sonst zu einfach gewesen. Für dich ist das keine große Sache. Und denk an die Belohnung. Das kleine Wunder gegen die Orks. Das kleine Wunder gegen die Orks. Na, auf Wiedersehen. Viel Glück. Ich brauche kein Glück, sondern die Fähigkeit, um das irgendwie zu schaffen. Asmohar benötigt den magischen Ort für sein Experiment. Leider wimmelt es dort nur so vor Oktoroks. Na gut, versuchen wir es mal. Ja, echt überall die Viecher. Ah, waren hier vorher auch schon. Übung. Die haben so ganz komische Beine. Wieso? Keine Ahnung. Höllenkrieger! Das sind kein Oktogrons! Okay, das ist wieder Oktogron-Schamane. Okay, das ist gruselig. Bitte stirb, danke. Boah, Leute. Jetzt kämpfen wir gegen die Hölle selbst, oder was? Au. Boah, die Beine. Das ist eklig. Bäh. Mal sehen. Widerlich. Widerlich. Höllenkrieger. Aber das ist tatsächlich ein Weg. Seht mal. So eine Art Kreideweg. Ich habe keine Ahnung. Ja, jetzt sind wir so gut wie tot. Ist das irgendwo noch ein Heilschrein vielleicht? Hallo? Ja, sieht irgendwie nicht ganz so gut aus. Mana-Schrein. Nee. Gehen wir zurück. Ein Tränkchen. Noch ein Tränkchen. Das muss aber reichen. Und seht mal, es sieht ohne Nebel so schön hier aus. Was haben wir denn da? Eine Pflanze. Aber schon atmosphärisch, oder? Wie dann der Nebel hier einsetzt. Oh. Eine Mana-Quelle. Doch schon nach einer sehr okkulten Stelle aus da vorne, dieser Tempel da. Oh, oh Gott. Uralter Tempel, sag ich ja. Oh. Oh weh. Und weg sind sie.
Nehmen wir mit, der Hammer. Warum ist das als einhändiger Hammer? Das ist total schade. Orkschlechter. Ich finde den Namen so super. Wow. Au. Tschüss. So macht man das. Naja. Verstehe ich halt nicht ganz. Wir konnten ihn so früh beschwören als einer der ersten Beschwörungszauber und trotzdem kommen die jetzt hier hinten erst. Ich denke mal, man kann hier in das Gebiet ja nicht früh kommen. Das war's schon. Na gut, damit haben wir seine komische Beschwörungsfläche hier wieder befreit. Eine fabelhafte Botschaft. Das freut mich ja natürlich. Noch viel mehr freue ich mich, wenn dieser komische Wald hier dann irgendwann tatsächlich, ja, man kann sich es gar nicht vorstellen, zu einer Wüste wird. Naja. Trotzdem bleibt es dabei, dass er hier sicherlich was mit diesem verbrannten Wald zu tun hat. Aswoha! Hast du gute Nachrichten für mich? Ja, der Ort für dein kleines Experiment ist sicher. Ha, ich wusste, dass du das schaffst. Ich werde dir deine überaus praktische Belohnung später geben. Folge mir nach. Ich führe das Experiment durch. Dann sehen wir uns. Okay. Ja, was für eine Art Experiment willst du eigentlich durchführen? Mach dir darüber keine Gedanken. Aber das Ergebnis könnte dir mit den Orks helfen, wie schon gesagt. Könnte. Ich wundere mich, warum du diese paar Octoroks nicht selbst erledigt hast. Das könnte ich schon, aber dann habe ich nicht mehr genug Kraft für mein Experiment. Gutes Argument. Bis gleich. Hans? Da vorne. Jo, reiten wir mal dahin, ne? Bietet sich ja an. Lass mich raten, Dämonenlord oder sowas. Da kommt Freude auf.